Ihr habt es so verdient, ihr lieben Mamas da draußen. Ihr habt wirklich so ein Schwein gehabt in diesem Jahr, dass ausgerechnet an Muttertag ja, der Sommer vorbeischaut. Anders kann man es gar nicht sagen. Jetzt hatten wir es ja lange so kalt und so ungemütlich. Und jetzt kommen wir eben durch die Zielgerade raus aus diesem ungemütlich kalten Wetter hin zu einer sommerlichen Eintagsfliege, die das für die meisten eben auch nur sein wird, denn am Montag ist schon wieder Schluss und da sind dann auch noch Gewitter mit drin. Viele, viele Unsicherheiten und viele Dinge, die auch schon sicher sind und wir gucken uns heute beides einmal an. Und da grüße ich euch natürlich zu diesem Video, wünsche einen schönen guten Morgen. Wir gehen heute durch einen noch sehr ungemütlichen Freitag, vor allem jetzt am Vormittag mit diesem Regengebiet, was ja aus der Nacht heraus schon über den Westen gezogen ist und heute Vormittag im Osten Niedersachsens liegen wird. Von der Lüneburger Heide runter bis in den Göttinger Raum wird es dann nochmal verbreitet nass, örtlich auch mit Blitz und Donner. Und je weiter wir dann so über Ostwestfalen-Lippe fahren, Richtung Rhein- und Ruhrgebiet, umso mehr geht das in Schauerwetter über. Auch hier mit der entsprechenden kleinen Tendenz hin, dass es mal hier und da für einen Blitz oder für einen Donner reicht. Richtung nördliches NRW lockert schon mehr und mehr auf. Und Richtung Ems und Nordsee sowieso. Hier bleibt es meist schon trocken und dementsprechend auch schon mehr Sonnenschein heute Vormittag hier eben im äußersten Nordwesten Niedersachsens. Und dieser Sonnenschein, der breitet sich dann auch im Tagesverlauf weiter auf ganz Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen aus. Außer eben im äußersten Osten Niedersachsens, direkt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt quasi, da sind nochmal einzelne Schauer eben möglich, oberhalb von 700 Metern auch nochmal mit ein paar Flocken, aber sonst bleibt es für die meisten meist trocken, aber weiterhin viel zu kühl. Vor allem durch diesen Nordwestwind fühlt sich das nochmal sehr unangenehm an und dementsprechend auch heute wieder warm anziehen, denn die Temperaturen kommen auch heute nicht aus dem Quark, erreichen nur 9 bis maximal 12 Grad und auf den Mittelgebirgsgipfeln ist es dann sogar noch kühler, ebenso auch auf den Inseln. Aber dann kommt langsam Schwung in die Bude, würde ich mal so sagen. Das Tief kommt langsam rangezogen. Auch dieses Tief über Spanien formiert sich. Die warme Luft wird nach Norden gedrückt und diese Linie hier, das ist eine Warmfront. Und diese Warmfront kommt erst einmal mit Regen reingezogen am Samstag und wird dann dahinter die Warmluft zu uns führen, die dann am Sonntag unser Wetter dominieren wird. Aber im Westen, da steht dann ja schon die Kaltfront bereit und da drohen dann auch teils kräftige Gewitter. Aber gucken wir uns doch erstmal an, was ist denn da für eine Luftmasse eben am Sonntag über unseren Köpfen? Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe sehen wie folgt aus. Wir haben es in Ostfriesland mit plus 11 Grad zu tun, im Emsland mit plus 13 und Richtung Ruhrgebiet plus 15 Grad in 1500 Metern Höhe. Wenn wir jetzt eitlen Sonnenschein hätten ohne Wolken, könnten wir auf all diese Zahlen locker mal 15 Grad draufrechnen. Dann hätten wir die Temperatur zum Boden. Das heißt, wir hätten bis zu 30 Grad eben im Ruhrgebiet, die da möglich wären. 27 bzw. 28 wären es dann an der Ems. Und bei den 11 Grad hier hätten wir dann 26 Grad in Ostfriesland. Nun muss man ja dazu sagen, dass wir Tiefdruck haben, Warmluft aus dem Süden, da ist Feuchtigkeit drin, es ist eine gewisse Schwüle drin, das heißt, es werden auch Wolken entstehen und dementsprechend muss man da etwas abziehen. Wie das dann gleich in Zahlen aussieht, gucken wir uns gleich an. Erst einmal gehen wir in den Samstag, die Warmfront eben, die dann diese warmen Temperaturen bringt. Im Vorfeld der Warmfront aufgelockert mit Sonnenschein, dann kommt eben die Warmfront reingezogen mit vielen dichten Wolken. Ab der Mittagszeit geht das Ganze dann auch los mit etwas Regen. Wird nicht das meiste sein, aber es reicht zum Nasswerden. Und dann zum Abend lockert es von Südwesten her mehr und mehr wieder auf. Die Temperaturen, die steigen da auch schon auf 14 bis 16 Grad. Vor der Warmfront sind es dann nochmal gerade nur 12 bis 13 Grad. Und dann kommt eben der Sonntag. Und der wird vor allem in der Südosthälfte richtig schön vom Siegerland hoch bis zur Elbe. Eitler Sonnenschein eben. Ein paar harmlose Schönwetterwölkchen. Schöner kann der Muttertag gar nicht laufen. Nach Westen sind vor allem ab der Mittagszeit schon mehr und mehr Quellwolken unterwegs. Und man spürt das auch, wenn man rausgeht. Die Taupunkte liegen bei 15 bis 17 Grad in etwa dann am Nachmittag. Das heißt, da ist eine gewisse Schwüle drin, die man eben spürt und die man sehen kann, weil diese Feuchtigkeit natürlich aufsteigen wird, Quellwolken bildet und dann sind auch am Abend die ersten Gewitter nicht weit.
Zuvor werden dann aber wirklich sommerliche Temperaturen erreicht. Nicht 30 Grad eben durch die Wolken, aber doch schon sehr warm und sehr angenehm. 26 Grad an der Ems, 27 an Rhein und Ruhr beispielsweise, auch in Dortmund bis zu 27 Grad. Nicht ausgeschlossen, dass in einigen Ecken, wo sich die Wärme dann staut, gerade in der Metropolregion Rhein-Ruhr und auch Richtung Hamburg, mal ein, vielleicht 2 Grad mehr auf der Uhr stehen. Aber das ist es dann auch wirklich schon gewesen. Großraum Hannover auch bis zu 25 Grad. Etwas kühler bleibt es dann eben in den Mittelgebirgen selber und natürlich auch auf den Inseln sowie in Ostfriesland und auch Richtung Cuxhaven. Aber alles in allem wirklich traumhaft schön und sommerlich. Zumindest mal bis zum Abend, denn dann steigt langsam aber sicher das Gewitterrisiko dann im Westen doch an. Denn die Kaltfront kommt näher und vor dieser Kaltfront ist dann ja auch noch diese Luftmassengrenze, diese sogenannte Konvergenz vorgelagert und so sähe das dann nach dem aktuellen Modellstand eben für den Sonntagabend aus mit der potenziellen Energie, die zur Verfügung steht. Und man sieht eben, da ist doch schon von Benelux über die Niederlande den äußersten Westen NRWs, das heißt auch die Region Niederrhein, Emsland hoch Richtung Oldenburg und auch in Teilen Schleswig-Holsteins, ein gewisses Risiko vorhanden. Hier können Sonntagabend schon die ersten Gewitter eben entstehen. Mit den typischen Sachen. Starkregen, Sturmböen, Hagel. Sehr lokal und auch noch sehr unsicher. Wir müssen das immer noch mit Fragezeichen denn behaften. Denn es sind ja immer dann noch 2 Tage hin. Und bis dahin kann sich, was Gewitter betrifft, noch sehr, sehr viel tun. Aber nur mal so für die grobe Richtung. Sonntagabend schon mal im Hinterkopf haben, es könnten eben aus dem Benelux-Raum schon die ersten Gewitter reinziehen. Und diese Kaltfront, die zieht dann in der Nacht weiter und landet dann am Montag in etwa über der Mitte Deutschlands. Das heißt, wir haben von Mecklenburg-Vorpommern über Ostniedersachsen auch nochmal sehr kräftige Chancen auf Gewitter oder große Chancen auf kräftige Gewitter, sagen wir so. Denn hier ist dann eben die Luftmasse nochmal sehr energiereich und da reicht ein kleiner Auslöser und schon steigen die Dinger in die Luft und bilden eben große Zellen. Hier auch wieder mit Starkregen, Sturmböen, Hagel. Da muss man mit rechnen bei den Temperaturen, die wir da noch haben. Westlich davon sind wir außerhalb der Gefahr. Warum ist das so? Es ist eben schon deutlich kühler geworden. Es findet ja quasi eine Zweiteilung statt am Montag eben mit nochmal sehr sommerlichen Temperaturen in der gesamten Osthälfte, an der Grenze dazu eben mit diesem Gewitter und westlich davon, wo die Kaltfront schon durch ist, locker mal 10 Grad kälter als am Vortag. Denn hier werden gerade mal nur noch 16 Grad erreicht, 18 sind es im Ruhrgebiet und im Osten nochmal bis zu 24. Im Harz sind es 22 Grad und wenn wir mal weiter gucken Richtung Brandenburg, Berlin auch nochmal bis zu 25 Grad. Also da sind jetzt nochmal richtig spannende Tage für uns da mit einem sehr, sehr traumhaft schönen Sonntag, der dann allerdings auch, wie gesagt, die Gefahr der Gewitter mit sich bringt. Und das gucken wir uns in den nächsten Tagen mal genauer an, vor allem Samstag und dann natürlich auch am Sonntag. Da kann man dann schon viel detaillierter sagen, wann, was, wo passieren wird. Bis dahin kommt gut ins Wochenende und durch diesen Freitag.